Wie wird wohl die letzte Verwandlung von Marinette aussehen? Wird sie etwas Besonderes sein? Das ist die Frage, die wir noch lange nicht beantworten können. Denn wie es aussieht, wird es noch viele weitere Staffeln von Miraculous geben. Zu unserer Freude. Denn ein vorzeitiges Ende der Serie wäre wirklich schrecklich. In einer vorgegangenen Theorie haben wir bereits erwogen, was passieren könnte, wenn die letzte Verwandlung von Cat Noir und Ladybug bevorsteht. Ein Schurke, ein Sentimonster und Shadow Moth. Mit seinem neuen Namen ist es noch aufregender, oder? In dieser Theorie ist Emily Agreste wieder aus ihrem Koma erwacht und warnt Marinette und Adrien vor Shadow Moth, der anscheinend noch gefährlicher ist, als es aussieht. Aber wie könnte es weitergehen? Hier eine Theorie. Marinette stockt der Atem. Sie kann es immer noch nicht glauben. Emily Agreste ist am Leben? Sie ist es, mit Leib und Seele, die vor ihr steht. Marinette kann nicht anders, als Adriens Mutter eingehend zu betrachten. In diesem Moment fällt dem Mädchen auf, wie ähnlich Adrien seiner Mutter doch sieht. Tatsächlich ist es unbestreitbar, dass die beiden Mutter und Sohn sind. Wann immer Marinette Adrien mit Gabrielle Agreste gesehen hat, fiel es ihr schwer, irgendwelche Ähnlichkeiten zu finden. Jetzt wusste sie, dass Adrien einfach nach seiner Mutter kam. Emily hatte weiche, weibliche Züge und einen Ausdruck, der Güte und Warmherzigkeit verriet. Doch war das alles echt? Aber dass Gabrielle Agreste Shadow Moth war, das war noch einmal ein ganz anderes Kaliber. All die Zeit hatte sie zusammen mit Adrien gegen seinen Vater gekämpft. Sie haben gekämpft und trotzdem nichts geahnt. Gut, Marinette wusste die ganze Zeit über nicht, dass Adrien Cat Noir ist. Also dürfte sie hier eigentlich keine Fragen stellen. Trotzdem, die ganze Situation ist für sie mehr als nur seltsam. Und nicht nur, weil Marinette gerade erfahren hat, dass Emily Agreste am Leben ist und die beiden vor ihrem Ehemann gewarnt hat, sondern auch, weil sie weiß, dass sie und Tiki bald nicht mehr zusammen sein werden. Natürlich war sich Marinette schon immer bewusst, dass Tiki und sie nicht ewig ein Superheldenteam bilden würden. Aber sie hätte sich nie vorstellen können, dass sie Tiki einmal komplett verlieren würde. In all der Zeit, die sie zusammen mit Tiki verbracht hat, ist sie ihr sehr ans Herz gewachsen. Man könnte fast meinen, dass sie eine Art Familienmitglied für Marinette geworden ist. Immer wieder hat Tiki bewiesen, dass sie mehr als nur ein Kwami ist. Sie hat Marinette immer Ratschläge gegeben und Marinette konnte mehr als nur einmal Profit daraus schlagen. Vielleicht wollte Marinette das aber auch nur nicht einsehen. Vielleicht wusste sie ja insgeheim, dass der Tag kommen würde, an dem sie und Tiki für immer Lebewohl zueinander sagen würden. Und auch Tiki wird dies wohl gewusst haben. Denn als Emily Agreste Marinette diese seltsame Wurzel in die Hand gegeben und ihr klar verständlich gemacht hat, dass nun die allerletzte Verwandlung folgen würde, da schaute Tiki sehr traurig. Trotzdem schien Tiki diesbezüglich nicht überrascht zu sein. Im Gegenteil, sie hat eher so reagiert, als würde sie ganz genau wissen, worüber Emily Agreste gerade gesprochen hat. So als würde man sie aus einem Traum wecken, aus dem sie nicht aufwachen wollte. Aber nun wurde Tiki aufgeweckt und es gab keinen Schritt mehr zurück. Marinette geht aus dem Anwesen der Agrestes, um mit Tiki zu reden. Adrien, Luca und Emily Agreste bleiben zurück. Sag einmal, Tiki, wovon hat diese Frau da eigentlich gesprochen? Ist es wahr? Können wir uns nicht irgendwie vor dieser Aufgabe drücken? Ich will es nicht einsehen, ich kann einfach nicht. Tiki hat Tränen in den Augen. Sie weiß nicht, wie sie Marinette antworten soll. Alles, was ihr gerade in den Sinn kommt, scheint für sie falsch zu sein. Marinette sieht sie hoffnungslos an und schreit: Nun antworte mir doch, Tiki! Sag, dass das alles nicht stimmt! Sag, dass es eine andere Lösung, einen anderen Weg gibt. Ich kann dich doch nicht verlieren. Es ist alles sehr kompliziert. Black und ich, wir bilden zusammen das Yin und Yang des Universums. Zusammen sind unsere Kräfte sehr mächtig, nahezu unschlagbar. Aber das hat auch seinen Preis. Wir dürfen diese Macht nicht oft anwenden. Besser gesagt eigentlich gar nicht. Einmal vereint müssen wir nach dem Kampf den Ort des Geschehens verlassen und dürfen nie wieder dort zurückkehren. Marinette ist verwundert. Aber warum das denn? Wieso dürft ihr nicht zurückkehren? Ihr seid doch die Helden. Ohne euch könnte man gar keine Superschurken bezwingen. Du hast recht, Marinette. Aber was gerecht ist und was nicht, das entscheiden wir nicht. Leider. Denn ich wünschte so sehr, dass ich bleiben könnte, hier bei dir. Ich möchte dich nicht verlassen. Dann bleib. Bleib hier bei mir. Niemand zwingt dich, diese Regel zu befolgen. Ich bin mir sicher, dass auch Black das so sieht.
Er wird sicherlich nicht begeistert sein, Paris zu verlassen. Es ist nicht nur Paris, Marinette. Was sagst du da? Was meinst du damit? Nun, als Ort des Geschehens ist der gesamte Kontinent gemeint. Ich werde nie wieder nach Europa zurückkehren können. Marinette erwidert: Na gut, dann werde ich eben nach Südamerika auswandern. Tiki sieht jetzt noch trauriger aus. Sie entgegnet: Und da gibt es noch etwas. Wir beide dürfen nicht miteinander in Kontakt stehen. Würden wir das tun, würde es eine riesige Welle von unvorhersehbaren Konsequenzen nach sich ziehen. Und wer bestimmt das? Schreit Marinette. Vor vielen, vielen Jahren ereignete sich ein Fall. Du warst noch lange nicht geboren, nicht einmal deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern waren das. In der alten Welt waren die Kwami und Miraculous noch viel bekannter als heute. Damals gab man übernatürlichen Dingen mehr Beachtung als heute. Würden du und Cat Noir nicht Paris immer wieder retten, dann würden die meisten Menschen überhaupt nicht glauben, dass es so etwas wie Kwami und Miraculous überhaupt gibt. Wie gesagt, es ereignete sich in der alten Welt. Damals gab es eigentlich nur den Krieg. Wenn einmal Ruhe herrschte, dann nur, weil man sich auf einen neuen Krieg vorbereitete. Es ist keine schöne Zeit gewesen, Marinette. Viel Blut wurde vergossen und Tausende von Herzen gebrochen. Schön, schön, antwortete Marinette ungeduldig. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Nun, es gab einen Herrscher, der über einen kleinen Ort herrschte. Dieser Ort ist ungefähr dort, wo sich das heutige Brasilien befindet. Oftmals wurde er verspottet, weil er über so ein kleines Land regierte. Die meisten seiner Landesnachbarn nahmen ihn nicht ernst und so kam es, dass er fast zu keinen Landestreffen eingeladen wurde. Demnach hatte er nicht viel Entscheidungsmacht und das Wort Herrscher war in diesem Fall wirklich nur ein Wort. Aber dann, eines Tages, erhielt der Mann einen Brief. Er wurde dazu eingeladen, einem anderen Lehnsherrn die Treue zu schwören. Dies war für den Mann eine große Freude, denn das hieß, dass der Lehnsherr auf ihm und seine Gefolgsleute zählte. Das heißt, dass er in seinen Augen wichtig für ihn war. Der Mann machte sich schick her, er zog das Beste an, was er hatte. Er machte sich auf den Weg, um dem Lehnsherrn seine Treue zu schwören. Aber es kam anders als gedacht. Der Lehnsherr wurde auf seiner eigenen Feier umgebracht. Feinde hatten sich in die Feier eingeschlichen und den Lehnsherrn feige vergiftet. Und dann zogen sie ihre Schwerter und zwangen die anderen Gäste, das Knie für einen anderen Herrn zu beugen. Die meisten taten dies aus Angst. Wiederum andere wurden eiskalt ermordet. Nur der Mann, der über das sehr kleine Land regierte, konnte sich retten, denn er saß ganz hinten und floh im rechtzeitigen Augenblick. Er war tief erschüttert. Der einzige Mann, der ihn ernst genommen hatte, war nun nicht mehr am Leben. Er verspürte den großen Drang, diesen Mann zu rächen, auch wenn er ihn nicht persönlich kannte. Die Tatsache, dass dieser Mann ihn ernst genommen hatte, reichte aus, um sich zu rächen. Aber er wusste, dass er zu schwach war. Er hatte kaum Krieger, die für ihn kämpfen konnten, noch genügend Geld, um Waffen und Ausrüstung zu zahlen. Also sprach er mit dem Magier aus einem Dorf, den viele fürchteten, aber dennoch ehrhaft respektierten. Dieser erzählte ihm von den Miraculous, besser gesagt von dem Marienkäfer Miraculous und dem Katzen Miraculous. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann der damalige Hüter der Miraculous war, denn nicht immer wurden die Miraculous in dem Tempel aufbewahrt, aus dem Meister Fu damals geflohen ist. Erst nach diesem Vorfall kam die Box nach Asien. Mit Hilfe des Meisters schaffte es der bedeutungslose Mann, das ganze Land zu erobern. Er richtete die Feinde des damaligen Lehnsherrn hin, doch ihm überkam der Übereifer und die Gier. Als der Magier das sah, beschloss er, dass die Miraculous nicht wieder so eingesetzt werden dürften. Deshalb gibt es diese Beschränkung, einen Preis, den man zahlen muss, und die Verweisung des Kontinents. Marinette versteht, ist aber sprachlos. Dann nickt sie nur. Sie weiß jetzt, was dieser Preis ist und warum dieser gezahlt werden muss. Es hat durchaus seine Berechtigung, dass es diese Regel gibt, aber Marinette denkt sich, dass sie nicht so ist wie der Mann von damals. Wie sollte sie Tiki je vergessen können? Und wie genau sollte diese Verwandlung aussehen? Würde sie etwa mit Cat Noir fusionieren? All das fragt sie Tiki. Jetzt muss Tiki kurz lachen, weil sie an eine Fusion von Marinette und Adrien denken muss. Aber sie sagt Marinette, dass sie besser nach drinnen geht, damit sie und Plek es den beiden genau erklären können. Wieder drinnen ist Emilie Agrest verschwunden. Als Marinette Adrien fragt, wo seine Mutter hingegangen ist, antwortet er, dass sie wieder in Gabriels Geheimversteck ist, denn sie wollte kein Risiko eingehen. Gabrielle sollte nicht merken, dass sie wieder aufgewacht ist, sonst könnte das für Marinette und Adrien gefährlich werden. Sie hat sich deshalb wieder schlafend gestellt, um die beiden zu beschützen. Marinette und Adrien erfahren, dass sie zu einer Quelle fahren müssen, an der die Kwami die Wurzel mit den Strahlen des Mondlichts essen müssen. Damit verändern sich Tikis und Pleks Kräfte und sind durch ein unsichtbares Band verbunden. Es gibt für diese Verwandlung eine viel längere Begrenzungszeit.
Als plötzlich der Nachrichtensender ertönt und mehrere Gebäude von Paris in Flammen stehen, wissen alle Anwesenden, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist. Marinette ruft Alia an, die zusammen mit Rose, Mulaine und Julika die Bürger von Paris in Sicherheit bringen soll, während sie und Adrien diese Verwandlung vornehmen. Aber wie kommen wir dorthin? Fragt Marinette. Ich fahre euch, sagt Luca, dessen Anwesenheit Marinette vollkommen vergessen hatte. Nach ihrem Streit mit Adrien war er ihr wirklich zu Hilfe gekommen. Auch den Streit mit Adrien hat Marinette vollkommen verdrängt. Als sie an der Quelle ankommen, fröstelt es Marinette. Luca möchte ihr seine Jacke geben, aber Adrien kommt ihm zuvor und wirft ihm einen bösen Blick zu. In diesem Moment ist für Luca klar, dass er die beiden besser allein lassen sollte. Er sagt ihnen, dass er wieder zum Auto geht, um die Stellung zu halten. Nun schauen Adrien und Marinette sich beide an. Beide wissen, dass das nun das letzte Mal sein wird, dass sie Ladybug und Cat Noir sein werden. Tiki beginnt und ist die Wurzel. Dabei nimmt Tikis Körper eine lila Farbe an. Marinette sieht sie fasziniert an. Sie ist wunderschön. In diesem Augenblick vergisst Marinette kurz, dass es das letzte Mal ist. So begeistert ist sie von Tikis Aussehen. Auch Plek scheint hin und her gerissen von ihr zu sein, denn er sieht sie mit offenem Mund an. Er hat sie nur einmal in dieser Verwandlung gesehen. Tiki entgegnet, dass sie sich beeilen müssen. Auch Plek ist nun die Wurzel und Marinette verwandelt sich schon einmal, damit es schneller vorangeht. Ihre Haare sind nun lila, lang und geöffnet. Auch ihr Anzug ist lila und strahlt Anmut und Macht aus. Als Marinette sich im Widerschein des Quellwassers betrachtet, denkt sie zunächst, es wäre eine andere Person. Aber sie gefällt sich. Als sie neben sich sieht, schreit sie kurz auf, denn auch Adrien ist nun verwandelt. Wie könnte er nur aussehen? Und wie wird der Kampf mit den neuen Kräften wohl aussehen? Und wohin werden Plek und Tiki danach gehen? Erzählt uns eure Ideen doch unten in den Kommentaren. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Danke fürs Zuschauen und bis bald!